tierische Verwandlungen. Mein Lieblingstier ist ja das Bison, ne? Also der sich dann immer wieder in das Bison verwandelt und es einfach nicht kontrollieren kann, wann das Bison auftritt und wann es nicht auftritt. Atemberaubende Erlebnisse. Ein Hubschrauber, der auf 2.500 Metern in einem Bergmassiv landet und dann steigen da drei Leute aus und dann heißt es, du bist doch der Puma-Wandler. Sowie fantastische Naturschauspiele. Diese Naturerlebnisse, die wir da beim Drehen hatten, die tun sich auch auf den Zuschauer überspielen. Das sind wahnsinnig schöne Bilder. Katja Brandis Erfolgsroman darf nun endlich auch die Kinoleinwände erobern. Und dabei dürfen wir uns unter anderem auf Oliver Masucci als zwielichtigen Tech-Millionär Andrew Milling freuen. Ich kriege immer mehr so Angebote von, also was jetzt gerade so gesucht wird. Tech-Millionäre, Milliardäre, à la Elon Musk. Aber Zielrichtung sind ja Kinder. Und ich habe es vor allem deswegen gemacht, um mir erstmal dieses Publikum zu erspielen. Dann musst du auch einigermaßen böse sein. Aber du bist es mit Inhalten, die durchaus nachvollziehbar sind. Denn die Woodwalkers werden von den Menschen geächtet. Deshalb finanziert er die Clearwater High School, einen Ort, an dem sich Gestaltenwandler wie der 13-jährige Karak wohlfühlen sollen. Das Besondere ist natürlich, dass alle Tiere haben und dieses ganze Verhältnis zwischen den Tieren. Es gibt ja in der Natur so eine bestimmte Hierarchie von Stärke. Und das ist dann an der Schule besonders, weil die starken Tiere müssen dann auch die schwächeren Tiere respektieren. Allerdings ist der Junge für Milling mehr als nur ein neuer Schüler. Er sieht in dem Karak halt seinen Sohn, den er halt an der Wand eines Großwildjägers wiedergefunden hat. Und das ist ein großer Schmerz, der bei ihm da drin sitzt. Und für den Karak ist er auch der Mentor, der ihn wirklich väterlich, der ein väterliches Auge auf ihn hat. Die haben eine spezielle, besondere Beziehung, die beiden. Vor allem, weil beide zur Gattung der Puma-Wandler gehören. Beim echten Vater, meinem Puma-Wandler-Vater, läuft es nicht so gut. Ich habe ihn seit 3 Jahren nicht gesehen. Ich suche sie auch, aber sie haben bestimmt das Revier verlassen. Und deswegen suche ich ein bisschen einen Ersatzvater. Transformationen, die für den Film mithilfe von CGI realisiert wurden, aber ansonsten echte Tiere zu sehen sind. Natürlich gibt es Momente, wo wir so dem Puma mitdenken und wo wir es ist eigentlich vor den Verwandlungen, ne? Dass du plötzlich, wenn das Tier durchkommt in dir, dass du das dann auch spielst. Das sind kleine Blicke, ne? Aber das denkt man mit. Die Kinder haben auch sind sich ihre Tiere sehr bewusst geworden. Die haben da sehr viel Training gemacht. Ein Zusammenspiel, das wiederum beim Dreh oftmals ziemlich nervenaufreibend gewesen ist. Dreh mal mit einer Fliege. Ja? Eine Fliege kommt ja auch vor. Die können wahnsinnig gut abhören, so Fliegen. Ne? Die kannst du losschicken und die hören dann irgendwelche Gespräche ab. Aber dreh mal mit einer Fliege, bis die macht, was du willst. Da hast du aber Stunden weggedreht. Milling hegt jedenfalls einen ziemlichen Frust gegen die Menschheit. Etwas, das Karak und seine Clique schon bald zu spüren bekommen. Für Oliver Masucci selbst wiederum gar nicht so ungewöhnlich ist. Das ist ein Bösewicht, der kein Bösewicht ist, weil ich wechsle ja die Perspektive. Und wenn du als Milling guckst, findest du, dass die Menschen sich zu weit ausgedehnt haben und dass die Naturparks eben keine Naturparks mehr sind und die Kinder die Gestaltenwandler überhaupt keinen Raum mehr haben zu leben. Deshalb wurde der Film ebenfalls an beeindruckenden Naturschauplätzen gedreht, um uns die Schönheit sowie Bedeutung unserer Umwelt näher zu bringen. Die Sets dieses Films sind einfach unglaublich groß. Das war wahnsinnig spannend und auch anspruchsvoll, was die Drehbedingungen betrifft, weil in 10 Minuten zieht dir das Gewitter in die Berge rein und dann musst du auf einmal weglaufen oder du fängst in der Sonne an zu drehen und auf einmal kommen die Wolken und dann hast du Schatten. Aber auch dank einer atemberaubenden Story für ein garantiert unvergessliches Kinoerlebnis sorgt. Das ist wirklich ein Film, wo du mit deiner ganzen Familie reingehen kannst und die Kinder können sich auf eine Geschichte freuen, die relativ nah am Buch ist, sehr nah sogar. Und einfach großes Kino ist. Woodwalkers. Jetzt im Kino.